Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Yvonne, Medium, Tiermedium und spiritueller Coach. Und wie du siehst, habe ich heute wieder das große Vergnügen, Selina an meiner Seite haben zu dürfen. Selina ist ja nicht nur ein wundervoller Teil meines Teams, sondern sie ist ebenfalls Medium. Du bist ausgebildet in Human Design, in Face Reading, Muschelmagie, also was du alles weißt, kannst, das ist sensationell. Und genau deswegen habe ich dich heute auch eingeladen. Das war so ein spontaner Impuls. Ich habe dir Nachricht gemacht und gesagt, Selina, hast du Zeit und Lust, mit dabei zu sein in diesem Wochenvideo, weil ich weiß, dass du zusätzlich auch noch Expertin bist für die besonders magischen und mystischen Tage, die jetzt auf uns zukommen. Magst du dann ein bisschen mehr erzählen, Selina? Ja, sehr gerne. Wie du vielleicht mitbekommen hast, wir hatten ja im Monat September 10 Portaltage hintereinander und im Oktober ebenfalls. Wir sind im Herbst angekommen. Das ist die Zeit der Innenschau und auch zwischen Oktober und November passiert hier etwas ganz Interessantes. Und zwar fangen wir am Montag den 31.10. mit dem keltischen Jahreskreisfest Samhain an. Samhain ist ja auch gerne bekannt als Halloween. Das hat sich die Filmindustrie ein bisschen zunutze gemacht und die keltische Legende besagt, dass in der Nacht vom 31.10. auf den 1.11. der Schleier zwischen den Welten ganz besonders dünn ist. Das heißt, Verstorbene haben die Möglichkeit, uns in der irdischen Welt zu besuchen und auch wir haben die Möglichkeit, die verstorbene Welt zu bereisen. Ja, das ist sehr interessant, weil es ist ja kein Zufall, es folgt noch weiteres, aber wir bleiben mal stehen bei Samhain. Ich muss mal auch oder schauen, weil es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, das auszusprechen. Ich habe mir eher so Samhain angewöhnt. Es gibt noch mehr Möglichkeiten. Also Samhain wird es auf jeden Fall geschrieben. Und das ist so besonders. Also du hast schon gesagt, der Schleier zur Anderswelt ist sehr dünn. Und deswegen gibt es auch diese typischen Halloween-Kürbisse, in denen manchmal so eben so Fratzen ausgeschnitten werden, die dann beleuchtet werden, um eben, ich sage jetzt mal, dunklere Energien und eben auch Heimsuchungen, Geister, die eben spuken, fernzuhalten. Und dieser Kürbis kommt, du hast schon gesagt, nur aus einer irischen Sage, beziehungsweise davor hat man Zuckerrüben verwendet in Europa. Und die dann ausgehöhlt, ausgeschnitten, vors Haus gestellt, damit sie eben einen Schutz darstellen. Und dennoch, es ist ja ein bisschen so, wie wir heute angezogen sind, Selina, schwarz und weiß. Es ist ja die Dualität. Und es ist immer das, worauf wir den Fokus legen. Und wenn wir jetzt in Angst in diese Tage gehen, weil wir Angst haben, da spukt es oder kommt dunkle Energie auf uns zu, dann wird es auch so sein. Ja, wir haben eine sehr starke schöpferische Kraft. Und wir fokussieren uns lieber auf die Magie, diese, ja, ist ja alles Magie. Ich sag mal die weiße Magie oder die hellere Energie in diesen Tagen, dass wir wirklich die Möglichkeit haben, noch leichter mit dem Jenseits, mit den Seelen, die eben schon dort sind, die in unserem Leben waren, zu kommunizieren. Egal, ob es die sind, die wir noch kennen, also unsere Liebsten, die gegangen sind, während wir hier inkarniert sind, oder eben komplett auch in unserer Ahnenreihe. Also diese Tage zu nutzen, um jenseits Kontakte aufzunehmen, auch wenn du selbst noch kein Medium bist, du kannst es ja gerne werden, wenn du zu uns kommst, dann kannst du auch immer jenseits Kontakte machen, nicht nur an besonders energetischen Tagen. Dennoch ist es unterstützend und macht es noch leichter, ist also immer schön. Und nach Samhain folgt dann eben am 1. November Allerheiligen. Am Genau, 2. November aller Allerheiligen. Seelen. Ja, Genau. und das sind jetzt so, ich sage es jetzt mal, eher die christlichen Feiertage, auch im Gedenken der Verstorbenen. Also man kann jetzt drüber schmunzeln, ist es Zufall, dass es 3 magische Tage hintereinander sind, wo wir unseren Verstorbenen gedenken können. Da kann sich jeder sein eigenes Bild machen. Ich finde das immer sehr interessant und ich nutze die Energien eben in diesen 3 Tagen ganz bewusst, auch um mich bei meinen Großeltern, die ich ja kennengelernt habe, zu bedanken. Das heißt, ich mache eine Kerze an und beim Anzünden schicke ich einen lieben Gruß zu ihnen in die Anderswelt und auch in meine Ahnenreihe. Wir können die Zeit nutzen, um auch uns energetisch mit ihnen zu verbinden, um sie um Kraft zu bitten, wenn wir gerade vor einer Herausforderung stehen und ja auch um Botschaften zu empfangen. Ihr könnt auch einfach den Impuls
dann beim Kerzeanzünden mit reingeben, schick mir doch einen lieben Gruß, lass mich wissen, dass es dir gut geht. Und dann könnt ihr die folgenden Tage achtsam schauen und beobachten, oh, passiert hier was? Habe ich da was wahrgenommen? Und ich kann euch nur den Impuls als Medium mitgeben, kann Yvonne sicherlich auch bestätigen. Man spürt sie, man spürt die Liebe und sie sind immer da und sie sind immer an unserer Seite. Oh, das ist super wichtig. Also nutz auf jeden Fall, wenn du möchtest, natürlich wie immer, die Tage, um Kontakt herzustellen und auch eventuell die Sichtweise zu wandeln oder eben auch deine Verwandten, deine Ahnenreihe zu ehren, zu achten. Denn wir sind ja immer ein Teil unserer Ahnenreihe. Das heißt, aus unterschiedlichen Ebenen sogar. Wir nehmen sehr viel auf und mit, und zwar in jeglicher Hinsicht. Es kann auch sein, dass wir Blockaden, Traumata, dass wir teilweise auch Krankheiten auch aus energetischer Sicht mitvererbt bekommen aus unserer Ahnenreihe. Genauso wie wir auch Wissen, Fähigkeiten mitnehmen können. Und das eben zu erkennen, das auch zu lösen, das funktioniert natürlich sehr auf energetischer Ebene. Das ist auch wieder ein großer Teil unserer Mediumsausbildung. Wie nehme ich Kontakt auf? Wie heile ich das heraus in Unterstützung mit der geistigen Welt? Und da kannst du auch schon, ohne dass du Medium bist, sehr, sehr viel machen. Indem du dich zum einen öffnest, und Celine hat es gerade schon gesagt, ohne Erwartungen reingehst. Also wenn du zum Beispiel reingehst und erwartest, dass du jetzt vielleicht deine verstorbene Mutter oder Großmutter oder Urgroßvater vor Augen siehst und du fühlst aber was, dann bist du nachher enttäuscht, sagst, ich wollte aber sehen. Dabei war die Energie, die Seele da und hat dich vielleicht umarmt. Und das ist der Schlüssel, dass du mit all deinen Hellsinnen wahrnimmst. Das heißt, es kann sein, du hast einen Blitzgedanken. Und das ist Hellwissen. Es kann sein, dass du etwas riechst, den Duft deiner Großmutter, das Parfum, das sie immer getragen hat. Also wichtig ist, dass du dich öffnest und alles als Geschenk annimmst, was zu dir kommt. Egal auf welcher Ebene, egal wie es sich darstellt. Und wenn es ein kleiner Lufthauch ist, der durch deinen Raum geht, oder wenn plötzlich eben die Kerze flackert, obwohl kein Luftzug da ist. Oder wenn, es gibt so vieles. Das hatte ich mal zum Beispiel, dass die Vase mit Blumen, die stand schon fast eine Woche an derselben Stelle und ist plötzlich runtergefallen. Es war gar nicht möglich. Also wirklich so auf dem Fenstersims. Und da wusste ich auch, das war tatsächlich auch 0.44 Uhr in der Nacht, ne? Also von daher, als ich dann auf die Uhr geschaut habe, dann sieht man auch, oh, ja, da ist jemand. Und das ist besonders intensiv. Also nutze es erstmal, um wahrzunehmen, um zu fühlen, um die Seele einzuladen, mit der du Kontakt aufnehmen möchtest, oder auch die ganze Ahnenreihe. Ja. Und fühle dich hinein, wo drückt es, wo zieht es. Schicke da deine Herzensenergie hin, dass es sich lösen kann. Schicke deine Herzensenergie in die Ahnenreihe. Also ich stelle mir das auch immer wie so einen Lichtstrahl vor aus dem Herzen, wie ein Scheinwerfer, der dann dahin fließt. Und wenn du allein dich auf die Ahnenreihe konzentrierst, dann fließt es schon in die richtige Richtung. Und dann nutz eben was Irdisches. Celine hat schon gesagt, zünde eine Kerze an. Stell vielleicht Blumen auf. Mach einen kleinen Altar für dich zu Hause, für deine Ahnenreihe. Vielleicht hast du noch ein paar Fotos von deinen Vorfahren, auch wenn die vielleicht nicht so weit zurückreichen. Es macht gar nichts, wenn es nur die Eltern sind. Selbst wenn du zu deinen Eltern vielleicht gar nicht so einen guten Kontakt haben solltest. Denn nichtsdestotrotz sind wir sehr stark im Energieaustausch. Unsere Seelen haben sich so angezogen und gefunden. Deine Seele hat sich ausgesucht, bei diesen Eltern zu inkarnieren. Deswegen dürfen wir sie ehren und achten, egal was passiert ist. Das heißt nicht, dass wir verzeihen müssen oder die volle Liebe spüren müssen. Dennoch hilft es eben, ich sag mal, diese Ehrung zu machen, weil wir auch ein Teil unserer Ahnenreihe sind. Nicht nur, weil wir vererbt bekommen haben, sondern weil wir teilweise auch selbst immer wieder in unserer Ahnenreihe inkarniert sind. Ja. Also wir finden uns ja immer in verwandten Seelen. Und so kann es eben durchaus sein, dass du selbst ein Teil deiner Ahnenreihe bist und dir so Heilung bringen kannst. Räuchern ist natürlich auch was ganz Wundervolles. Auch da, also du musst dich nicht festlegen, das und das und das, ne? Sondern fühl dich rein, welches Räucherwerk ist gerade das Richtige für dich. Und weiß nicht warum, ich bekomme gerade sehr spontan Salbei. Das wäre jetzt wohl was, was ich gut nutzen könnte, muss aber nicht für dich das Ideal sein. Also fühl dich da wirklich rein. Was leuchtet dich an? Egal, was in der Beschreibung oder wo auch immer dazu steht. Und das ist das Wichtige, dieses Ehren. Es ist ein Teil. Und dann darfst du auch gerne bitten. Bitte darum, dass du die Fähigkeiten, die dir dienlich sind, aufnehmen und fühlen kannst. Bitte darum, dass sie dir Heilung schicken. Und schick du eben dein Herzenstrahl und die Heilung in die Ahnenreihe. Dass da wirklich eine starke Kommunikation aufkommt. Genau. Was mich selbst ja sehr persönlich betrifft, das hatte ich so im Fokus. Und hatte schon so das Gefühl, könnte herausfordernd werden, weil ja mein Papa dieses Jahr verstorben ist.
Und hatte das so im Blick, ne, auch da, wie gehe ich damit um, ne, und wie ist der Fokus? Weil Trauern ist wichtig und auch Weinen ist wichtig. Das war letzte Woche auch wieder sehr intensiv und präsent bei mir, dass da wieder eben so eine Phase ist, in der bei mir mehr Trauer hochkommt. Und hab gedacht, wenn jetzt wirklich noch das so gefeiert, zelebriert wird, alle Heiligen zum Beispiel, oder einfach außer wenn der Schleier noch offener ist, wobei ich meinen Papa immer sehr stark bei mir spüre. Also interessanterweise bin ich auch wenig mit ihm so im Gespräch, sondern ich spüre einfach, die Energie ist da, es ist wundervoll warm, das ist schön. Da habe ich gar kein Bedürfnis, noch nicht, wer weiß, was kommt, dann noch mehr irgendwie in Interaktion zu treten. Ich genieße das einfach. Und interessanterweise hatte ich den Fokus so auf diesen 3 Tagen, dass ich eins verpasst habe. Das war, dass es eben so der halbjährige Todestag war diese Woche, und hatte es gar nicht realisiert, weil es eben grundsätzlich meiner Familie nicht ganz so gut ging, die Tage. Und klar, eben, es sind Phasen der Trauer, und ich konnte aber nicht greifen, warum. Und dann fiel es mir an dem Tag wie Schuppen von den Augen, und dann wurde mir das erstmal klar, dass ich so irgendwie den Fokus auf diese 3 Tage gerichtet hatte, dass ich gar nicht mitbekommen habe, was im Hier und Jetzt ist. Und das möchte ich gerne abschließend noch mitgeben, dass wir bei all den Energien, den offenen Türen, Portalen, Schleiern, dass wir dennoch im Hier und Jetzt sind und achtsam sind. Genau, weil das ist wundervoll. Und ich liebe es. Ich liebe es, mit dir, Selina, und mit dir, der oder die du das anschaust, zu interagieren, über diese besonderen Energien zu sprechen. Und dennoch steigen wir immer mehr in den Energien. Das heißt, es ist da, jeden Tag, jede Sekunde. Hängt auch daran, wie offen wir sind oder in welcher Energie wir sind. Und das spüre ich so sehr eben auch bei den Teilnehmern, Teilnehmerinnen unserer Ausbildungen. Und ich lade dich ein, weil wir genau das machen. Sei es Ahnenreihe, sei es Jenseitskontakte, verlorene Seelenanteile, karmische Verstrickungen, Körperscans, Flüche, Pakte, Schwüre. Es ist so viel mit dabei, dass wir einfach immer dieses mediale Lichtwesen sind, was immer in Interaktion, Kontakt stehen kann. Und das ist so wundervoll. Also nutze die besonderen Energien, die da sind im Hier und Jetzt und natürlich auch nochmal an diesen Tagen, um den Blick zu erweitern, um zu sehen, was für multidimensionale Wesen wir sind, dass wir teilweise irgendwas aus der Ahnenreihe mitnehmen, noch in Jenseits verankert sind, dass wir da Liebste haben, mit denen wir Kontakt aufnehmen wollen, können, dürfen, vielleicht noch ein Gespräch führen dürfen, Heilung bringen dürfen. Das ist übrigens auch noch ein Punkt. Du kannst auch gerne an einen Verstorbenen einen Brief schreiben, wie es dir geht, den eben neben eine Kerze legen oder einfach eben mit deiner Herzensenergie erfüllen, legen, auch verbrennen, wenn du möchtest, damit die Energien freigesetzt werden. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, das zu nutzen. Und du brauchst auch gar nichts tun, alleine hinschauen, vielleicht an jemanden denken, eine schöne Erinnerung haben. Das war das, was ich mir dann so vorgenommen hatte, die Tage zu nutzen für schöne Erinnerungen und die Dankbarkeit, dass man diese irdische Zeit gemeinsam hatte und jetzt eben eine gemeinsame Zeit auf einer anderen Ebene. Während ich jetzt als Beispiel noch hier bin in dieser Welt, mein Papa eben schon der Anderswelt ist und ich seine Energie wahrnehmen darf, die Seele so wahrnehmen darf auf einer anderen Ebene. Und dann kommt wieder die Zeit, wenn ich dann auch drüben bin und wir dann vielleicht wieder auf andere Art und Weise inkarnieren. Und so hat alles seine Zeit, so sind wir in diesen Zyklen des Lebens, der Inkarnation, der Reinkarnation, das im Jenseitssein, dann auch des Aufstiegs. Da sind wir drin und dürfen so viel erleben. Und das ist das Wundervolle. Möchtest du noch was hinzufügen oder erzählen, Selina? Ich bin ganz beseelt, muss ich jetzt gerade sagen, weil ich bei der Gelegenheit jetzt natürlich auch an meine Ahnen und an meine verstorbenen Familienmitglieder gedacht habe. Und mir kam natürlich immer wieder dieses Bild vom Yin- und Yang-Zeichen, wo du eben angesprochen hattest. Wir sind in diesem Fluss, in hell und dunkel, aber eben auch dieser helle Punkt im Dunklen, der dunkle Punkt im Hellen, und alles darf sein und sich eben nicht drauf zu versteifen, oh, in diesen 3 Tagen muss jetzt etwas passieren, müssen muss gar nichts, sage ich ja immer so gerne, und ja, dass man einfach achtsamer ist, beobachtet, was passiert um mich herum und dankbar ist und auch ins Genießen kommt und genießt, Mensch zu sein, hier zu sein und eben das Leben so zu nehmen, wie es ist, mit all den Wundern, die uns umgeben. Das ist wundervoll, voller Wunder. Vielen, vielen Dank an dich, Selina. Ich wünsche dir Danke. da draußen wundervolle Tage, intensive Tage, heilsame Tage. Und wie gesagt, wenn du Teil unserer Mediumsfamilie werden möchtest, melde dich bei uns, kontaktiere uns
Oder auch, wenn du einfach so einen Jenseitskontakt möchtest, das in ein Coaching integriert, auch da sind wir für dich da. Vereinbare einen kostenlosen, völlig unverbindlichen Beratungstermin bei uns und wir finden genau das Passende für dich. In diesem Sinne, eine tolle Zeit und bis zum nächsten Mal.